Moin und hallo zur nächsten Folge Emergency 4 mit der US Army Mod. Wir haben ja schon einiges geschafft. Ja, ich würde sagen, wir kaufen uns auch einfach mal ein neues Fahrzeug. Und ich dachte da an das Light Strike Vehicle. Wir haben hier noch drei Peebles stehen. Aber wir haben nicht genug Geld für das Light Strike Vehicle. Okay, wir sind aber gleich soweit. Das heißt, wir machen jetzt eine Mission. Schaffen die hoffentlich. Und dann kaufen wir uns das Fahrzeug. Das klingt doch gut. Dann machen wir hier die nächste Mission mal an. Und dann schauen wir mal, was diesmal kommt. Wir auch mal ein bisschen vorankommen. So, wir sollen eine Patrouille durchführen und einen bestimmten Bereich sichern. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir den Humvee mit unseren Soldaten mit, den Commander nehmen wir auch mit und den Medivac. Den Rest brauchen wir, glaube ich, soweit noch nicht, würde ich sagen. Wir versuchen es mal ohne. Aber wir können natürlich die örtliche Polizei noch mit hinzuziehen. Und vorsichtshalber mal ein paar Rettungskräfte dazu organisieren. Die stellen wir hier mal schön in Bereitschaft. Können hier warten. So. Stellen wir hier mal so ein bisschen in den Schutz, dass sie nicht sofort ins Visier geraten können, falls hier was passiert. Die können wir auch hier ein bisschen um die Ecke stellen. Dann sind die hoffentlich auch nicht gleich. So, dann betreten wir mal diesen Bereich und sichern hier alles. So, jetzt sollen wir gucken, ob hier verdächtige Aktivitäten stattfinden. Noch geht's. Ein Terrorist trägt einen Sprengstoffgürtel. Welcher? Ja, hier könnte es sein. Na, wo ist denn der Typ? Irgendeiner soll hier mit einem Sprengstoffgürtel rumlaufen. Ich sehe niemanden. Er hier vielleicht. Er ist das doch hier. Den holen wir uns. Ganz klar. Den holen wir uns schön mit der Blendgranate. Diesen Einsatz kannte ich jetzt so auch noch nicht. Ist schon etwas länger her, als ich diese Mod hier das letzte Mal gespielt habe. Ich hoffe, der sprengt sich jetzt nicht in die Luft. Tatsache, der sprengt sich in die Luft. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall ganz schnell hier die Feuerwehr, bevor das hier wieder richtig rund geht. So, das geht hier auch gleich gelöscht. Oh mein Gott.
Sehr gut, das Feuer wurde gelöscht. Das sorgt schon mal nicht für einen Systemabsturz. Ja, ich dachte, der kommt auf mich zu. Das hat er jetzt aber ja gar nicht gemacht. Deshalb stand er dann nur doof rum. Ja. Dann sorgen wir wie immer mal wieder dafür, dass wir hier die Verletzten versorgen. Alles abtransportieren. So, die Feuerwehr kann natürlich wieder einrücken. Der Rettungswagen, der hier stand. Ja, den können wir auch wieder. Naja, den Terroristen bringen wir mal natürlich dann mit dem Rettungswagen weg hier. Wir haben tatsächlich zwei Verluste. Das ist natürlich nicht so schön. Der ist soweit stabil. Unsere Jungs können wir hier abholen. Mann, Mann, Mann. Das erfordert aber auch immer hier viel Konzentration, damit einem das nicht ganz plötzlich, ja, hier alles um die Ohren fliegt. Wie jetzt. Ein kleiner Fehler. Selbst die Blendgranate hat nicht geholfen. Wir haben hier eine Explosion gehabt. Und, ja, wird sich wahrscheinlich auch irgendwie zu verhindern lassen. Wahrscheinlich müssen wir ihn einfach erschießen. So verhindern wir auf jeden Fall eigene Verluste. Ja gut, ich denke mal, solange wir jetzt nicht nochmal wieder angegriffen werden, wäre dieser Einsatz dann auch wieder fertig. Und wir haben hoffentlich genug Geld, um uns so ein Desert Patrol Vehicle, so heißt es glaube ich eigentlich, zu kaufen, damit wir hier ein bisschen mehr Schutz für unsere Kolonne haben. Wir können ja mal schauen, ob wir uns das schon kaufen können. Das Light Strike Vehicle. 4000, 4900 haben wir. Wir kaufen uns das mal. Hier kommt es frisch angeliefert aus dem Flugzeug. Ja, sehr schön. Da passen drei Leute rein. Hat Bewaffnung. Das ist klasse. Da stecken wir die Jungs hier auch gleich rein. Kann man natürlich keine Gefangenen mittransportieren. Ist ja logisch. Und dann parken wir die hier gleich ein. Und dann hätten wir diese Mission tatsächlich auch schon wieder geschafft. So. So, den Sanitäter packen wir natürlich dann erstmal wieder da mit hinein. Ja, jetzt fehlen uns hier natürlich zwei Leute. Ich würde sagen, die kaufen wir auf jeden Fall erstmal nach. Und jetzt haben wir tatsächlich genug Geld, um nochmal zwei Soldaten auszubilden. Das ist doch schön. Das haben wir ein neues Fahrzeug. Wir können das ja nochmal zeigen. Schönes Desert Patrol Vehicle, Desert Strike Vehicle. Ein Fahrer. Der Beifahrer hat normalerweise eine M249 hier vorne drauf, eine SOA. Und der hier oben, der sitzt hinter einer 50er Browning Maschinengewehr. Ein 50er Kaliber, das altbekannte. Und ja, damit cruisen die dann so durch den Sand und ballern auf Leute. Bin hier mal gespannt, wie effektiv dieses Fahrzeug ist. Das werden wir auch gleich rausfinden. So, wir haben unseren Kader wieder aufgestockt. Ein Fahrzeug mehr. Ich werde jetzt. Ach so, wir können natürlich noch mal. Wir können jetzt noch Ranger erforschen, würde ich mal sagen. Und dann können wir uns auch, sobald wir wieder Geld haben, mal so einen Blackhawk kaufen. Ich mache jetzt mal eben einen Quick Save. Damit wir das hier alles nicht umsonst machen, falls uns das Chaos wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ja.
So. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon wieder gleich zur nächsten Mission. Locker flockig, Spawn Missions. Und wir sind wieder gespannt, was kommt. Das war ja schon wieder was Neues jetzt hier mit der Patrouille. Ja. Truck with Explosives. Ja, jetzt nutzen wir doch tatsächlich mal unsere Sperre hier vorne. Und dann fangen wir die Jungs einfach mal direkt vorm Lager ab. Machen wir hier schön die Schotten dicht. Mit ihm warten wir hier vorne. Da will er wohl nicht hinfahren. Okay, dann stell dich da hin. Ja, wieder sehr schön, ne? Wie gut die Jungs hier fahren können. Das ist spektakulär. Unsere Ranger wurden auch soeben erforscht. Die können wir ab jetzt anfordern. Aber ich würde sagen, das ist finanziell wohl noch nicht drin. Die werden wohl auch nicht allzu günstig sein, würde ich sagen. So, dann geben wir einem schon mal eine Blendgranate. Setzen wir einen hier hin. Da kann es schon mal seine M4 rausnehmen. Und die beiden hier werden die Verhaftung durchführen. Und dann schauen wir mal, ob das hier so funktioniert. Ich denke mal, der hintere ist es. Ja, der fällt auch ein bisschen schneller als der hier. Und ich hoffe, das geht diesmal gut. So wie ich mir das hier gerade denke, wird er hier vorne jetzt wohl stehen bleiben und gleich seine Bombe aktivieren. Okay, keine Bombe. Ja gut, vielleicht verhindern diese Dinger das hier, dass er nah genug rankommt. Ich nehme sie mal weg. Ha! Tatsache. So. Blendgranate. Und Festnahme. Zugriff, Zugriff. Und er muss sofort hier die Bombe entschärfen. Oh, das lief. Jetzt muss er nur noch rechtzeitig das schaffen, ohne dass wir hier alle in die Luft fliegen. Können ja schon mal die Feuerwehr hier in Bereitschaft halten. Wir haben es, nein, wir haben es geschafft. Wir brauchen die Feuerwehr gar nicht. Oh, das ist ja wohl astrein. Also besser ging das nicht. Jetzt transportieren wir das hier gleich ab. Das Tor machen wir wieder auf. Und damit hätten wir hier schon wieder die nächste Mission. Also wirklich, ja, ich würde sagen, der Plan lief ja mal sehr gut. Das können wir dann ab jetzt wohl immer so machen. Die Mission haben wir, würde ich mal geblickt. Die sollte ab jetzt wohl auch immer glücken. Und so habe ich jetzt ja auch tatsächlich nicht das Problem, dass mir irgendwelche Halunken auf dem Weg irgendwo auflauern. Den lasse ich hier einfach durchfahren. Und dann sollte das passen. Er hat hier auch wieder sehr gut eingeparkt. Ach ja, das ist gar nicht meiner. So, wir haben wieder 6.000 Dollar. Jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, man kann mal wieder Einheiten produzieren. Oder wir warten. Nee, ich würde sagen, wir sparen jetzt Geld. Bis wir uns den Black Hawk leisten können. Wir spielen jetzt noch gleich eine Mission hinterher. Ich mache gleich wieder ein Quick Save. Damit das hier, was heißt Quick Save? Ein Save. Sage ich hier die ganze Zeit Quick Save. Obwohl das wahrscheinlich auch irgendwie geht. Ja, ziehen wir gleich die nächste Mission durch. Hoffen abermals, dass wir nicht im Chaos versinken. Und wir haben sogar hier einiges an Punkten. Wir können sogar 20% Rabatt auf Rekruten gleich mal ausbilden. Und spielen währenddessen die nächste Mission. Auch schönes Flugzeug hier, auch schön F-22 Raptor. Schade, dass man da nicht mal einen Luftschlag anfordern kann oder ihn hier. Active Shooters. Ja, da würde ich sagen, fahren wir gleich mal hin. Wo sind sie denn? Da stehen sie. Ja, nee, das werden wir natürlich hart unterbinden hier.
fahren wir erstmal bis dahin. Und wir nehmen natürlich die lokalen Polizeieinheiten hier mit zur Hilfe. Die fahren wir mal dahin. Und wir holen uns natürlich auch gleich den Rettungsdienst hier dazu, den lokalen. Den stellen wir einfach mal dahin. Ah, da, da vorne. In die Seitenstraße. So, wir wurden zum Glück noch nicht geambusht. Oh, er ist aber auch ganz schön schnell. Das finde ich so gesehen sehr praktisch. Weil dann fährt er ja immer voraus und cleart auf jeden Fall die Gegend und wehrt sich. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr schöne Investition. Den stellen wir hier mal hin zur Absicherung. Ihn lassen wir hier. Unser Zugriffsteam parken wir auch dahinter. Und die Sunnies sollten wir jetzt auch nicht allzu weit wegstellen. Die stellen wir mal dahin. Und ich würde sagen, wir greifen hier einfach mal mit einer Blendgranate zu. Das sind ja zwei Leute. Unser Discount wurde auch soeben erforscht. Das ist auch schön. So, die Blendgranate ist raus. Verhaftung. Zugriff, Zugriff. Oh, das hat nicht so ganz funktioniert. Die Blendgranate hat niemanden geblendet. Aber das macht nichts. Gab wieder ein bisschen Schlägerei. Aber wir haben sie alle. Die stecken wir auch gleich weg hier. Die werden gleich wieder Urlaub auf Kuba machen. So, den Rettungsdienst können wir dann auch wieder abbestellen. Die lokalen Polizeikräfte auch. Die Jungs sacken wir ein. Wir brauchen auch wieder keine... Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Das beruhigt mich ja immer wieder, wenn wir hier keine außerplanmäßigen Schießereien haben, die uns hier am Ende Fahrzeuge und vor allen Dingen auch Leute kosten. Hier ist ja auch alles arschteuer, will ich mal sagen. Also, da muss man schon wirklich ein bisschen Acht drauf geben. Und das, wenn der Commander stirbt, ist ja sowieso total Grütze. So, ab nach Hause. Das Desert Strike Vehicle cleart wieder die Route voraus. Ja, super geil. Finde ich ein gutes Ding. Für das Quad kann ich, müsste man ausprobieren, das Quad. Ich wüsste nicht, warum ich hier mit einer Person, der ist vielleicht noch ein bisschen schneller als der eine hier, gehe ich mal von aus. Aber wird sich nicht wehren können, denke ich mal. Ja. Wir haben auch schon wieder 7000 Flocken auf dem Konto. Das werden mit Abschluss der Mission auch gleich noch wieder ein bisschen mehr. Und wir werden dann vielleicht auch gleich schon den Black Hawk bestellen können, was ich sehr, sehr geil finden würde. Und da wir die Rangers hier jetzt ja auch schon haben, würde ich sagen, bestellen wir den Black Hawk. Und wir können außer dem Black Hawk können wir auch ein Little Bird bestellen, was natürlich auch ziemlich cool ist. Wir haben nur zwei Hubschrauberlandeplätze. Jetzt die Frage, also einen regulären Black Hawk würde ich ja gern schon haben wollen, womit wir die Ranger in den Einsatz schicken, dass die sich dann schön abseilen können. Was steht denn hier hinten für einer rum? Ein Soldat? Warum steht er denn hier rum? Ach, das ist so eine Wache, die da doof rumsteht und hier den Platz... Ey. Naja, gut. Was will man jetzt dagegen machen? Ja. Die Helikopterlandeplätze müssen wir uns natürlich... Also das muss man sich natürlich dann überlegen, ob wir uns einen Blackhawk kaufen. Dazu einen weiteren Blackhawk Medivac, um Verletzte zu transportieren. Oder einen Little Bird. Ja, der ist natürlich sehr schnell, der Little Bird. Hat Außenbänke, wo die Ranger dann drauf sitzen können. Oder auch die normalen Soldaten, die Army-Soldaten. Obwohl ich eher glaube, dass das Delta Forces sind. Und das hier sind die Ranger, nicht wahr? Das hier sind doch Ranger. Und die Spezialtruppen sind, glaube ich, eher Delta Forces. Also hier ist das wohl nicht so ganz korrekt.
Hier haben wir den Humvee, können wir hier auch mit so einer Radioschüssel jetzt ausrüsten. Dafür würde ich aber, glaube ich, einen extra Humvee bauen. Kaufen. Ja, was die Hubschrauber angeht, bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher. Vielleicht ein Black Hawk und ein Little Bird oder ein Black Hawk und ein Black Hawk Medivac. Ja, wie gesagt, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Aber ich würde sagen, das schauen wir mal, wenn wir genug Geld haben. Kommt wieder rein beim nächsten Einsatz. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und abonniert mich. Ja, reingehauen. Bis dann.